Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu den Mackie News. Heute bei mir im Studio für den Sport Alex von Mackie. Hallo, auch von mir. Der Sport kommt aber erst später dran. Na, dann kann ich ja nochmal eben verschwinden. Okay, so, Spaß beiseite. Wir kommen jetzt zu den Meldungen. In Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lesen wir: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Wer jedoch die Situation in den sozialen Netzwerken, vor allem auch hier bei YouTube, verfolgt, der muss zur Kenntnis nehmen, dass Kanäle wie Nuo Wieso und andere gelöscht werden. Und das ist völlig unverständlich. Ich habe bei weitem nicht alle Videos von Nuo Wieso gesehen, aber was ich gesehen habe, das war jenseits jeder Kritik. Da konnte man nicht irgendwie sagen, dass das rechtsextrem oder Hassrede oder was auch immer gewesen wäre. Das war ein ganz normaler Kanal. Nun, wer Nuo Wieso sehen möchte, der Kanal ist jetzt neu wieder entstanden. Aus Nuo Wieso TV wurde Nuo Wieso TV neu. Ich werde das Ganze unten verlinken, dann kann man sich das auch wieder anschauen. Das ist schon recht unverständlich, warum solche Seiten gelöscht werden von YouTube. Und auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass auch weitere Kanäle nicht mehr vorhanden sind. Da haben wir zum Beispiel Thomas Müller 2 aus der Asche und auch noch ganz andere Kanäle sind nicht mehr da. Und da frage ich mich schon, was ist da los in den sozialen Netzwerken? Es ist ja nicht nur bei YouTube so, es ist ja auch bei anderen so. Das Grundgesetz, wie wir gelesen haben, enthält eine Garantie auf Meinungs- und Informationsfreiheit. Und ob diese noch gegeben ist, wage ich zu bezweifeln, denn es steht auch im Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt. Aber das, was hier stattfindet, kann man schon bald gar nicht mehr anders als Zensur bezeichnen. Ein weiteres Beispiel für die willkürliche Zensur in unserer freien Medienlandschaft ist Naomi Seibt, die einen wunderbaren Beitrag in Form eines Videos eingestellt hat, wo es um den angeblich menschgemachten Klimawandel geht. Anhand wissenschaftlicher Zahlen hat sie halt widerlegt, dass der Klimawandel menschgemacht ist und schwupp war dieser Beitrag bei YouTube verschwunden. Auf VK, der russischen Facebook-Variante, war dieses Video noch zu sehen. Wenn meine Recherchen stimmen, hat die Familie von Naomi Seibt einen Rechtsanwalt eingeschaltet und aufgrund dessen Intervenieren ist dann halt auch dieser Beitrag auf YouTube wieder freigeschaltet worden. Ja, es ist für mich absolut unverständlich, warum solche Videos von der Bildfläche verschwinden. Wahrscheinlich nur, weil sie dem angesagten Mainstream nicht folgen. Und das kann kein Grund sein, einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk zu löschen. Kommen wir zum nächsten Thema. Merkel zittert und das schon zum wiederholten Male. Inzwischen ist sie zum Beispiel bei Staatsempfängen auf einen Stuhl angewiesen, um die Nationalhymne nicht im Stehen und zitternd durchleben zu müssen. Es wird viel darüber spekuliert, was mit der Bundeskanzlerin los ist. Meine Meinung, es könnte sein, dass sie an Parkinson erkrankt ist. Ab einem bestimmten Grad der Erkrankung ist das dann auch nicht mehr mit Medikamenten hundertprozentig zu unterdrücken. Auf jeden Fall ist es ein Nervenleiden, was diese Frau hat. Wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, dass einige hier in den Kommentaren oder auch auf anderen Kommentarfunktionen jetzt mit Schadenfreude und Häme reagieren. Wir sollten uns alle vor Augen halten, die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Wenn wir gesund sind, haben wir 1000 Wünsche. Wenn wir krank sind, haben wir nur noch den einen Wunsch, wieder gesund zu werden. Keiner von uns ist gerne krank und sollte das auch nicht anderen wünschen oder andere für ihre Gebrechen auslachen. Das ist eine Vorgehensweise, die ich überhaupt nicht billigen kann. Ja, jeder Mensch sollte gesund sein und es sollte ihm gut sein. Und wenn die Gesundheit gestört ist,
dann darf es nicht so sein, dass Menschen dafür dann auch noch ausgelacht werden. Ja, auch wenn es die Bundeskanzlerin ist und man mit ihrer Politik nicht einverstanden sein muss, aber sie hat trotzdem einen fairen Umgang verdient und niemand, egal wer es ist, sollte dafür verhöhnt werden, wenn er oder sie halt gesundheitliche Probleme hat. Das ist unterste Schublade und das verurteile ich aufs Schärfste. Bitte lasst das sein, wendet euch mit eurer sachlichen Kritik durchaus an die Öffentlichkeit, aber unterlasst es, Menschen auszulachen oder zu verhöhnen, die krank sind. Ja, es wird auch sehr viel von Karma gesprochen. Wer heute noch über andere lacht, der kann morgen schon selber betroffen sein. Und das wünsche ich, wie gesagt, keinem. Ja, es gibt Menschen, mit denen man vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommt wie mit anderen, aber trotzdem ihnen was Böses zu wünschen, das sollte uns nicht einfallen. Das ist unterstes Niveau und das ist niemanden würdig. Kommen wir zu den Sportmeldungen und dafür ist Alex von Mackie zuständig. Wo ist der geblieben? Ja, es scheint, dass er nicht mehr da ist oder sich zu weit vom Studio entfernt hat. Also, beim Hamburger Sportverein in der zweiten Liga gibt es eine Neuerung. Die Stadionhymne von Lotto King Karl, Hamburg meine Perle, ist zur neuen Saison nicht mehr im Programm. Das heißt, es wird nicht mehr, wie es bislang üblich war, vor jedem Spiel Hamburg meine Perle live von Lotto King Karl gesungen. Die einen Fans sind froh darüber, weil sie inzwischen das Lied nicht mehr hören können. Die anderen vermissen einen Gänsehauteffekt, den sie jedes Mal vor dem Spiel hatten, wenn dieses Lied gesungen wurde. Man kann dazu stehen, wie man will. Es soll auch keine neue Hymne geben, sondern es wird ganz normal ein Programm stattfinden mit verschiedenen Musikbeiträgen. Aber eine richtige, reine Stadionhymne wird es vorerst nicht mehr geben. Das war's vom Sport, das war's von den Mackie News. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, möchte aber noch in eigener Sache ein Thema nachschieben. Ich werde jetzt vor ein paar Tagen in Urlaub fahren. Es wird mich in eine der schönsten Gegenden Deutschlands verschlagen. Von daher bitte ich um Geduld. Ja, ich habe ja immer versucht, einmal pro Woche ein Video hochzuladen. Manchmal hat es auch nicht geklappt. Ich bin ja auch noch voll berufstätig nebenbei. Von daher muss ich auch immer sehen, wie ich mit der Zeit klarkomme. Ja, jetzt bin ich erstmal im Urlaub, werde mich danach wieder melden, dann vielleicht auch mit einem schönen Urlaubsbericht aus der Gegend, in die es mich verschlagen wird. Ich werde es hinterher auflösen, wo ich war, dann habt auch ein bisschen Geduld, bis das nächste Video kommt. Ja, und mit den Kommentaren, das hatte ich ja schon mal gesagt, die Kommentare werden von mir freigeschaltet, weil ich sie vorher lesen möchte. Ich habe keine Lust, dass sich irgendwelche Forentrolle bei mir austoben und hier irgendwelchen Mist posten. Ja, und ich das dann hinterher wieder löschen kann. Ja, ich werde natürlich in den nächsten Tagen nicht dazu kommen, Kommentare zu prüfen. Und ich weiß auch nicht, wie lange sie in der Warteschleife stehen bleiben, ob sie vielleicht nach ein paar Tagen automatisch rausfliegen. Ja, also wenn ihr Kommentare schreiben wollt, dann macht das vielleicht doch erst, wenn ich wieder da bin. Sonst könnte es sein, dass die halt irgendwie verschwinden und das wollen wir ja nicht. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, nach wie vor der Aufruf, dann teilt sie auf sozialen Medien, dann gebt den Link weiter per WhatsApp, per Internet, wie auch immer, also per E-Mail. Oder was mich auch freuen würde, sind Abos oder Likes oder wie gesagt auch gute Kommentare, die allerdings erst wieder, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ja, ich danke noch einmal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns. Bis dahin, alles Gute, euer Alex von Mackie.